Servus, Habiteri und guten Tag. Du hörst nun Jam, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben. Von und mit Katrin Auer. Herzlich willkommen bei Jam im Jahr 2024. Ich begrüße euch heute aus der Musik- und Kulturstadt Europas. Zumindest wenn es nach mir geht. Ich liebe diese Stadt, denn hier findet man eigentlich jede Art von Musik und ja, es ist ein Schmelztiegel an verschiedenen Kulturen. Bevor es losgeht, möchte ich mich aber bedanken bei allen ZuhörerInnen des Jahres 2023. Ganz egal, ob Fan der ersten Stunde oder gelegentliche Jam-Hörerin, danke fürs Einschalten. Ihr gibt's mir, ihr gibt's uns ganz, ganz viel Motivation. Und ich bin mir sicher, meine Gäste freuen sich auch, wenn sie gehört werden. Und ich würde mich freuen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr Jam-Podcasts auf Instagram, auf dem Streaming-Portal eurer Wahl, auf YouTube abonniert, teilt, folgt und mit ein paar Sternchen bewertet. Bedanken möchte ich mich auch noch beim diesmaligen Sponsorer dieser Folge, beim Harmonikabau Hagelmo aus Niederbayern. Ja, und jetzt nehme ich euch mit nach Wien. Wir machen heute einen Streifzug durch die Bühnen in Wien. Denn ganz egal, ob im Jazzclub Porgy und Bess, ob bei klassischer Musik in einem der vielen Wiener Konzerthäuser oder Volksmusik, das Wienerlied im Heirigen. Wien hat einfach alles zu bieten. Und mein heutiger Gast, ja, sie stand schon auf all diesen gerade eben genannten Bühnen. Sie ist Musikerin, sie ist Komponistin und mit ihr erleben wir halt die Musikszene in Wien. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich halt bei dir sein darf, das heißt in Wien, und dass du halt Gast bei Jam bist. Ich sage herzlich willkommen, Marie-Therese Stickler, ganz offiziell, und herzlich willkommen, liebe Marie. Danke dir, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr. Wie schon gesagt, du nimmst uns halt mit durch Wien auf deine Bühnen, und so vielseitig deine Musik, deine Bandformationen auch sind, eine Konstante gibt es. Das ist die Zirch in den verschiedenen Facetten und Schwesterninstrumenten. Marie, auf welcher Bühne hat es denn bei dir begonnen? Ja, meine erste Bühne war tatsächlich im Wirtshaus. Also ich habe mittlerweile, wir sind gestern draufgekommen, vor 30 Jahren angefangen, mit 5 Jahren. Und ich habe nicht den klassischen Weg gewählt in der Musikschule, sondern ich war tatsächlich am Anfang gleich auf Harmonikertreffen, Musikantenstammtisch unterwegs und habe von anderen älteren Harmonikaspielern, vorwiegend Männern, das Instrument kennengelernt, und die haben mich da super mitgenommen. Wirtshausbühne, das ist ähnlich eigentlich wie beim Jazzclub. Da lernt man einfach das Musizieren, da lernt man das Handwerk und die Praxis. Ich bin jetzt so frei und ich fasse mal deine Ausbildung ein bisschen zusammen, weil wir wollen uns ja heute hauptsächlich unterhalten über ja, dein jetziges Wirken und deine jetzige Musik. Du hast in Salzburg Instrumentalpädagogik studiert, auf Volksmusikinstrumenten. Glaube ich, hat es da mit dem Hauptfach steirische Harmonika, diatonische Harmonika oder einfach Zirch. Und Salzburg, ja, das ist jetzt schon ein traditioneller Fleck, wenn man Zirch studiert. Du hast das auch schon gesagt, gerade zu dieser Zeit war es noch viel mehr, als es heute ist, eine männliche Domäne auf der Zirch, und das typische Berufsbild ist eigentlich danach, kann man sagen, Musikpädagogin, dass man in der Musikschule unterrichtet. Du deckst diese Punkte, die ich gerade genannt habe, natürlich alle noch ab. Ich glaube, Volksmusik ist immer ein Bestandteil in deinem Herzen, in deiner Musik. Du unterrichtest auch nebenbei. Aber du hast einfach deinen eigenen Weg gefunden, ja, deinen eigenen Musikstil oder Musikstile, wie wir später noch hören werden. Und du hast dich, kann man sagen, für ein Leben auf der Bühne entschieden. War das ganz bewusst, diese Entscheidung oder diese Vision, Musikerin, Künstlerin zu sein, oder hat sich da ganz vieles ergeben? Also ich kann eigentlich sagen, sowohl als auch. Weil du hast jetzt gerade das schöne Wort Vision ins Spiel gebracht, und ich kann mich erinnern, ich habe als Kind einen Traum gehabt. Ich war, das sage ich sehr oft bei Interviews, aber ich muss es einfach sagen, ich war ein riesen Hubert von Goisern-Fan, und ich habe wirklich einmal geträumt, dass ich mit ihm auf der Bühne stehe, auf einer großen Konzertbühne,
Open Air, fette Bühne und spiel. Dieser Traum ist jetzt kein unerfüllter Wunschtraum, also ob ich mit Hubert von Geusern nochmal auf einer Bühne stehe, das sei dahingestellt. Ich schätze ihn sehr, er ist großartig, aber mein Weg ist jetzt in eine andere Richtung gegangen. Mhm. Aber diese Vision hat sich ein bisschen bewahrheitet. Mhm. In der Zwischenzeit, als Kind, als Jugendliche, waren meine Berufsziele nie so klar. Und einmal dort, einmal da, irgendwo ein Schwerpunkt, aber nie klar, ich will Musikerin werden. Auch nicht nach der Matura, nach dem Abi, sondern da war es eher so, ich habe einfach wahnsinnig gern Harmonika gespielt und meine Eltern waren so super, jetzt im Nachhinein betrachtet, haben gesagt, jetzt kannst du dir mal dem widmen und Harmonika, studier doch Musik, du bist so drinnen in dem Metier, mach das einmal für dich und es ist eher Berufsausbildung dabei und du kannst dir als zweites Standbein noch immer was anderes machen, wenn du merkst, das ist es dann doch nicht. Aber ich darf einmal zuerst das machen, was meine Leidenschaft ist. Und siehe da, ich bin einfach bei meiner Leidenschaft hängen geblieben. Mhm. Und im Studium am Mozarteum war es eigentlich gleich so. Das ist im ersten Semester, zweiten Semester gleich losgegangen, dass ich bei den Tanzgeigern eingestiegen bin. Und wie andere einfach einen Kellnerjob oder irgend so einen Job haben im Studentenleben, habe ich halt einfach Gigs gespielt, Konzerte gespielt, Hochzeiten, was auch immer, was auch reingekommen ist. Und auch Konzertreisen gleich von Anfang an. Und das ist dann so parallel gerannt und hat einfach nie aufgehört. Mhm. Und so bin ich jetzt da, wo ich bin. Habe mein Studium beendet 2013 und lebe jetzt eben schon mittlerweile 10 Jahre in Wien als freischaffende Musikerin, habe meinen Familienwohnsitz mittlerweile aufs Land verlegt, aber ich bin einfach fest verwurzelt in Wien als Musikmetropole und genieße diese Stadt wirklich sehr, weil es einfach unglaublich viel zu bieten hat musikalisch, unglaublich viele Auftrittsmöglichkeiten und jeden Abend eigentlich irgendwo spannende Konzerte in verschiedensten Häusern, Genres, Stilwelten, ja, es ist herrlich. Und das ist das Stichwort, da würde ich sagen, wir betreten jetzt mit dir mal die erste Konzertbühne und bleiben da mal ganz klassisch. Zum Beispiel gehen wir in den Wiener Musikverein, da hast du auch schon gestanden. Ja, unter anderem, genau, unter anderem, um mal auf die erste Formation zurückzukommen, mit Alma. Mhm. Kannst du uns einmal erzählen, ist ja eins doch schon mittlerweile sehr internationales und bekanntes Projekt, aber kannst du uns doch nochmal erzählen, was macht ihr für Musik? Wie beschreibst du die Musik von Alma? Alma ist ein Ensemble, das sie vor mehr als 10 Jahren gegründet hat, aus 5 MusikerInnen, die alle irgendwo in der Volksmusik aufgewachsen sind, aber in ganz unterschiedlichen Regionen, also in Südtirol, in Oberösterreich, im Pinzgau, in Salzburg und in Niederösterreich, im Schneeberggebiet in meinem Fall. Und wir 5 haben unterschiedliche musikalische Prägungen gehabt und gleichzeitig einen gemeinsamen Weg. Wir wollten alle irgendwo die Tradition in uns wahren, aber in der Gegenwart sein und musikalisch im Jetzt sein, andere Stile spielen, einen eigenen Klang finden, eine eigene Musik finden. Und so haben wir uns da einfach gleich extrem gut verstanden und gefunden auch. Wie soll man sagen, es ist von Anfang an gleich so geflutscht, gleich so losgegangen und wir haben gleich unsere ersten Konzertprogramme zusammenstellen können, weil wir so eine gemeinsame Basis gehabt haben. Und ich kann mich noch erinnern, unser erstes Programm war ein Mondprogramm und da haben wir einfach Stücke aus verschiedensten Genres arrangiert und zu einem Konzertprogramm verarbeitet. Da waren eben alte Volkslieder drin, Heut scheint der Mond so schön, gleichzeitig aber Fly Me to the Moon, Jazzstandard, ganz ein bekannter, oder Der Mond ist aufgegangen, da habe ich den dann als Zirchchoral spielen können. Mhm. Also wirklich so ganz verschiedene Sachen in eins verpackt. Und so hat sich Alma entwickelt. Und in diesen 10 Jahren Entwicklungsgeschichte ist es aber immer mehr eigene Musik geworden und mittlerweile eigentlich so gut wie ausschließlich Eigenkompositionen. Musik.
haben es jetzt im Hintergrund schon ein bisschen gehört, wie Alma klingt. Ich war einmal beim Konzert und habe da gleich festgestellt, das ist definitiv eine Musik oder eine Band, die muss man live erleben. Ihr habt schon einige Tonträger aufgenommen, aber für mich ist das wirklich diese Energie, diese Vielseitigkeit der Stilistik, die man tatsächlich live erleben muss. Ich glaube, ihr macht jetzt gerade eine Pause, wahrscheinlich aus den verschiedensten Gründen, aber es geht weiter mit Alma, oder? Es geht weiter. Du hast vorher schon den Musikverein ins Spiel gebracht und da waren wir mit Alma schon öfters einmal. Und eines unserer ersten Reunions-Konzerte wird im Musikverein sein am 8. Dezember 2024. Da werden wir unser Weihnachtsprogramm Cherubim spielen im Gläsernen Saal. Und wie können wir uns das jetzt vorstellen? Geht es dann, dass man sich am 8. Dezember 2024 dann kurz davor wieder trifft oder braucht sowas dann schon wieder eine längere Vorbereitungszeit? Selbst bei professionellen MusikerInnen. Ja, das ist was Lustiges, was du ansprichst, weil mit dem habe ich gerade in den letzten Jahren oft zu tun, dass eben Nicht-MusikerInnen einfach nur das sehen, was man auf der Bühne macht. Mhm. Und das ist ja ein winziger Prozentsatz von dem Job, den wir machen. Gell? Das ist ja, ich weiß nicht, vielleicht sind es 10% und der Rest des Eisbergs ist einfach da versteckt. Und na, wir werden uns natürlich schon viel früher treffen. Wir beginnen im Juni mit einer ersten Sondierungsprobe, bringen auch neue Stücke, schauen, wo wir uns hintragen musikalisch. Und im Herbst geht es los mit Proben, mit intensiven Proben und Ja, spannend, dass wir da einmal einen Einblick kriegen, genau wie es das du sagst, was eigentlich alles dahinter steckt. Das bringt mich jetzt zu einer anderen Formation, wenn wir ein bisschen weiterziehen dürfen in Wien. Wir bleiben eigentlich nur beim Konzerthaus, aber es passt auch vielleicht in ein sehr schönes Wiener Kaffeehaus die Schrammelmusik, ein Begriff, den du uns jetzt unbedingt gleich erklären musst, und dein Projekt Die Wienerinnen. Wer sind die Wienerinnen und was bedeutet der Name? Weil geschrieben wird er anders. Also er wird jetzt nicht so geschrieben wie ausgesprochen. Deswegen muss ich das jetzt so fragen. Mhm. Was steckt hinter die Wienerinnen? Also der Name, die Wienerinnen, der ist dem Norbert Hauer zu verdanken. Der Norbert Hauer ist ein Unikum, ein in der Volksmusikszene, musikalischer Lebenskünstler, Moderator, Sänger, Chorleiter. Wer ihn nicht kennt, der sollte ihn unbedingt irgendwo kennenlernen. Und der hat diesen Namen ins Spiel gebracht und er hat uns einfach damit überzeugt. Es klingt wie die Wienerinnen, also Frauen aus Wien. Mhm. Geschrieben ist es aber wie Divine oder Divino. Und da kommt eben das Göttliche rein. Es ist natürlich mit einem Augenzwinkern, weil wir sehen uns nicht unbedingt als Göttinnen. Wobei, so innere Göttin hat ja jede von uns. Auf jeden Fall. Und dann kommt natürlich auch noch der Wein ins Spiel. Also es sind lauter verschiedene Bilder, die da stimmig sind. Und was vielleicht auch noch ist, eben, es klingt anders, als er sie dann schreibt, als es ausschaut. Und das ist ja beim Wienerischen oft so ein bisschen das Gefernste, das ist jetzt, glaube ich, ein Wiener Ausdruck, den man übersetzen muss, aber eben das mit einem Augenzwinkern und ein bisschen hinten um mich. Okay. Nicht ganz gerade, sondern so ein bisschen, ja. Ich habe es schon vorweggenommen, es ist, glaube ich, nur eine Charakteristik, wenn man sagt, ihr macht Schrammelmusik mit die Wienerinnen. Ja, Schrammelmusik ist ja ein Begriff, der sie tatsächlich durch eine Familie geprägt hat. Also Schrammelmusik, man könnte genauso gut Wiener Musik sagen, das ist vielleicht dann noch allumfassender, aber Schrammelmusik ist eigentlich genau das Gleiche. Es ist gleichzusetzen. Aber es ist doch wirklich spannend, dass einfach eigentlich zwei Brüder, Johann und Josef Schrammel, so populär gewesen sind, dass sie eine ganze musikalische Welt namentlich geprägt haben. Und ich meine, das liegt schon dran, der Name Schrammeln, das klingt einfach so, das klingt so musikalisch, so wie ein bisschen wie Jammen oder Ramble und so. Das passt natürlich auch. Aber dennoch ist es beeindruckend, dass die solche Stars waren, solche Superstars, dass einfach die Leute gesagt haben, gehen wir zu den Schrammeln. Und das waren nicht unbedingt dann die, sondern das waren dann einfach dann die Besetzung, zwei Geigen, G-Klarinette, Kontragitarre oder Schrammelharmonika. Und das ist eben die Musik dieser Stadt Wien. Und das ist auch so besonders, weil es gibt ja eigentlich nur weltweit zwei Städte,
Lissabon den Fado und in Wien die Wiener Musik, die Schrammelmusik, die tatsächlich eben wirklich in der Stadt eine eigene Musik haben. Aha, okay. Und ja, Schrammelmusik ist die Musik dieser Stadt. Und die hören wir uns jetzt an, gespielt von die Wienerinnen. Jetzt waren wir schon auf der Konzertbühne, wir waren bei der Schrammelmusik und jetzt gehen wir weiter in ein wahnsinnig typisches Lokal Wiens, wo man eigentlich, wenn man in Wien zu Besuch ist, nicht vorbeikommt, zum Wiener Heurigen oder ins Beisel. Denn dort findet man die Musik, die der Marie gerade vermute mal wahnsinnig am Herzen liegt. Marie, was ist denn das für eine Musik? Ja, das traditionelle Wiener Lied, das ist wirklich mittlerweile so mit mir verwachsen. Das ist unglaublich. Obwohl ich nicht damit aufgewachsen bin, so mit der Volksmusik, sondern ich mache das eigentlich jetzt seit 10 Jahren sehr intensiv. Aber ich fühle mich so wohl in diesem Genre. Es ist so mein Welt. Es ist großartig. Ja, und ich habe das Glück, dass der Rudi Koschelow seines Zeichens ein Urgestein in der Wiener Musikszene, ein Kontragitarrist und Sänger, dass der mich eingeladen hat und gefragt hat, ob ich nicht mit ihm spielen mag, regelmäßig. Mhm. Und so ist es eben, dass wir mittlerweile mehrmals im Monat unsere fixen Auftritte haben. So ist es nämlich in Wien. Also da gibt es eigentlich so gut wie jeden Abend irgendwo Wiener Musik zu hören. Und ja, der Rudi spielt gefühlt jeden zweiten Tag mindestens irgendwo. Und ja, an die 8 bis 10 Mal begleite ich ihn da oder spielen wir eben gemeinsam. Sei es beim Heurigen in der Blauen Nosen in Otterkring, wo wir jetzt auch gerade sitzen. Und das ist ja so musikgeschichtlich ein bisschen der Musikantenbezirk Wiens, wo ganz viele Wiener Sänger, Sängerinnen, Dudlerinnen daheim waren, wo an jeder Ecke früher ein Wirtshaus war und überall gespielt worden ist. Und vielleicht ist es auch der Spirit, der dann ein bisschen in den Mauern drin hängt, warum ich mich so wohl fühle. Da. Mhm. Und der Rudi und ich, wir spielen sehr viel in den Bezirken da, in Otterkring, im 16. eben, in Herr Neuss, 17. Bezirk, also im Westen Wiens. Und gar nicht so in Grinzing, wo eben die Touristenbusse hintingeln. Aha, okay. Und wo eher das, wie soll man sagen, kommerzielle Wiener Lied beheimatet ist, sondern wir spielen quasi the real shit. Okay. Wir werden jetzt gleich noch hören natürlich, wie das klingt, das Wiener Lied von dir und vom Rudi, aber ja, kann man es irgendwo charakterisieren anhand vom Text, von der Sprache, weil wenn wir jetzt ein Lied hören, kann man natürlich sagen, genauso klingt, aber es ist natürlich auch vielleicht einfach nur ein Zufallslied. Also bräuchten wir das jetzt nur ein bisschen allgemeiner von der Charakteristik, das Wiener Lied? Also das Wiener Lied, der Rudi sagt das immer so schön, ein Wiener Lied ist, ein jetzt Wiener Lied ist wahr, also eine wahre Geschichte. Okay. Und es sind einfach so gut wie immer Geschichten aus dem Leben. Und das macht es, glaube ich, so greifbar und so berührend. Es gibt ja auch diese Querverbindung zum Blues. Diese Melancholie, diese Wehmut, ein bisschen so diese blaue Stimmung, ein bisschen, ja, also nicht unbedingt die pure Lebensfreude, sondern das Nachdenkliche, morbide. Und der Unterschied ist aber beim Blues, der Blues spielt ja in der Gegenwart. Da ist ja ganz immer, also so eine typische Floskel ist ja, when I woke up this morning, und dann geht's weiter. Ja. Und im Wiener Lied ist es eigentlich immer, wie es früher war. Und früher war es ja schöner. Und heutzutage ist das nimmer. So wie wir es auch in unserem Lied, das wir da singen, genauso hören.
was uns jetzt fehlt, wie es früher war, wie schön, und heutzutage ist sowieso nicht mehr so. Also diese Wehmut und diese Nostalgie, die ist omnipräsent. Und aus welcher Zeit stammen dann diese Lieder? Oder habt ihr auch, sagt man da, zeitgenössische Lieder von jetzt auch dabei? Auch, genau. Ah, okay. Also das Lied Uns fehlt ein kleines Gartl vom Karl Hodiner, das ist relativ jung. Das ist, ich glaube, in den 70er Jahren komponiert worden von ihm. Und die ältesten Wiener Lieder sind jetzt an die 200 Jahre alt. Und es ist schon so, da merkt man natürlich eine gewisse Entwicklung. Es ist auch irgendwie reizvoll. Man merkt, was sich schon verändert hat und was gleich geblieben ist. Also es gibt Lieder, die Klagenfurter zum Beispiel. Das ist die Klagenfurter deswegen, weil es der Kärntner Liedermarsch ist. Also Blasmusikmarsch, ein ganz bekannter. Und zwei Teile von diesem Marsch sind in ein Lied verarbeitet worden. Darum heißt es die Klagenfurter. Und generell geht es aber in dem Lied um den Generationenkonflikt. Und der ist einfach immer aktuell. Ja, da singen die Alten, wie die Jungen daherkommen, was anhaben, wie es ausschauen. Und sie können ja alle nicht mehr singen, nicht mehr tanzen. Und ja, also das ist so, das kann man eins zu eins in die Gegenwart legen. Und dann gibt es aber schon auch Lieder, wo man, wo die Frau einfach immer wahnsinnig schlecht wegkommt, die Alte. Und die Alte oder das junge Madel, das Naive. Das sind so die klassischen Rollenbilder der Frau. Und das muss ich jetzt ganz kurz erzählen. Ich bin vor ein paar Tagen auf was extrem Spannendes draufgekommen. Nämlich, es gibt ein Lied, das singe ich mit dem Peter Havlicek, mit einem wunderbaren Kontragitarristen und Kollegen. Wir es in Wernheiser bauen. Und da gibt es die dritte Strophe. Ich singe es ganz kurz an, weil ja, die ist so gern. Arg. Da geht es, heut lernen die Weiber Radl fahren bei uns da in Wern. Der Mann führt die Hauswirtschaft, das ist modern. Sie fährt am Beitschickel lustig herum. Und der Mann reibt zu Haus Zimmer und Kuchel aus. Und tragt zum Zeitvertreib das kleine Kind um. Und das ist ja arg, oder? Also ja. Da kriegt man ganz laut am Anfang, heute lernen die Weiber Radl fahren bei uns da in Wern. Das ist ja arg, oder? Ja. Und ich bin jetzt auf ein Buch gekommen, jetzt weiß ich den Titel nicht ganz genau, ich glaube Feminismus, kann man aber leicht rausfinden. Auf jeden Fall geht es da um die Geschichte des Feminismus und wie eng der mit dem Fahrradfahren verbunden ist und eben die Frauen, die dann mit dem Radlfahren begonnen haben, wie sehr die den Feminismus vorangetrieben haben. Mhm. Und das Bild, seit ich das präsent habe, kann ich die Strophen ganz anders sehen, weil man scheinbar eben vor gut 150, 200 Jahren das in Wien auch erlebt hat, die Emanzipation der Frau. Mhm. Die Frauen sitzen am Radl und natürlich hat das eben viele vor den Kopf gestoßen. Und es ist aber eigentlich eine coole Entwicklung. Man merkt, da hat sich was getan. Mhm. Und natürlich gibt es da Reibung und Ärgernis. Und scheinbar haben damals auch schon manche Väter manchmal daheim auf die Kinder schauen müssen. Ich schätze mal, es war ein Mini-Prozentsatz. Aber dieser Konflikt und gleichzeitig aber dieser Prozess, dass der damals begonnen hat und wo wir jetzt zum Glück schon stehen bei, ja, noch nicht ganz fairen Aufteilungen, aber doch schon sehr, sehr viel weiter, das ist irrsinnig schön. Und seitdem kann ich die Strophen wieder ganz anders singen, weil man schon merkt, es ist in der Gesellschaft was passiert und es geht langsam, aber es tut sich was. Jetzt haben wir die schon so schön singen gehört. Auf die Vorbereitung, auf das Gespräch mit dir habe ich wo gelesen. Marie-Therese Stickler, die wahrscheinlich jüngste Wiener Liedmusikerin. Jetzt bist du nimmer 18, war nimmer 20. Na? Daraus kann man jetzt aber entnehmen, ist das Wiener Lied nur was für, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, ältere Menschen? Ja, ich glaube schon. Also nicht so, dass es jetzt für Junge verboten wäre, FSK 18, nein, das ist es nicht. Aber mir kommt vor, das Wiener Lied ist ein bisschen wie ein Wein, wie ein schwerer Rotwein. Und der reift und der ist irgendwie, der ist nicht ein ganz junger, spritziger Weißwein, sondern das Wiener Lied, sondern das ist was, das für das muss man bereit sein. Das glaube ich tatsächlich. Also mich freut es unheimlich, wenn junge Menschen beim Wiener Lied sind, beim Heurigen sitzen. Aber es wundert mich nicht, wenn man erst ab einem gewissen Alter dazukommt. Den Zugang findet. Also es gibt schon jetzt ein paar junge Formationen, die ins Wiener Lied eintauchen. Da gibt es eben
ja, die Constanze Häuser, die aus der wunderbaren Familie Häuser stammt, die Enkelin von Walter Häuser, die ist jetzt ja auch schon über 30. Also ich glaube, unter 30 ist eine Seltenheit. Okay. Aber auch noch sehr, sehr jung fürs Wienerlied. Oder das Vorstadtkollektiv, ein wunderbares Trio, die sind auch eher noch, ich glaube, unter 30. Aber viel jünger ist man irgendwie noch nicht bereit für diese Schwermütigkeit. Ja, wahrscheinlich vielleicht. Ist es das. Ja. Und diese Harmonien. Und das vorher muss man, ja, muss man wahrscheinlich sich ausleben und mehr Temperament beweisen. Vielleicht liegt es an dem, dass ich ja auch nicht mehr U30 bin. Also ich bin jetzt auf jeden Fall bereit fürs Wienerlied und ich hoffe, unsere ZuhörerInnen auch. Und du hast ja schon gesagt, das ist ein Lied mit dem Rudi Koschelu. Uns fehlt ein kleines Gatterl. Dass durch die Wiener Stadt heut alles Rasen tut, das ist längst bekannt an jedem kleinsten Ort. Und die viel besungene Wiener Gemütlichkeit findet man heute nimmer unter die Leute. Fragst den alten Wiener im Versorgungsheim, was für diesen Zustand wohl der Grund könnte sein? Schaut er lange an, nickt er freundlich zu, sagt der Grund dafür ist einer nur. Uns fehlt ein kleines Gatterl, draus dem lieb hast du, schöne Blumen drin, dazu ein Hirnerstall. Dort, wo früher die alten Häuser gestanden sind, schauen uns heute überall Fabriken an. Uns fehlt ein Herz, das für einen anderen schlagen tut, wenn einer alt ist, dass man nicht verjagen tut, dass nicht nervös werden beim lauten Kindergeschrei. Dann wird's im Meer erst wieder gemütlich sein. Ja, das Wienerlied hat es dir angetan, Marie. Überhaupt auch das Singen. Aber ich habe es zu Anfangs schon gesagt, du stehst eigentlich immer mit deiner Zirch oder einmal ja, mit der Wiener Schrammelharmonika auf der Bühne. Ohne die gehst du eigentlich nicht aus dem Haus, könnte man meinen. Und jetzt waren wir schon in vielen Bühnen und zu Anfangs habe ich nur von einer erzählt, von der Jazzbar in Porgy und Bass. Und da standest du auch schon mit deinem Duo Diem Stickler. Ist das jetzt eine Art neue Wiener Lied, was man in diesem Projekt hört? Oder wie würdest du das beschreiben? Ich habe manche Projekte, die kann man nicht so gut in eine Schublade stecken. Aber es geht sie unter dem Deckmantel neues Wiener Lied definitiv aus. Mhm. Es ist einfach so, dass die Manu Diem und ich 7 Jahre circa in einer Band gemeinsam gespielt haben, Martin Spengler und die Falschen Wiener. Also der Martin Spengler hat uns damals gecastet, kann man sagen. Er hat uns eingeladen, ob wir mit ihm spielen wollen und singen wollen. Und das ist definitiv neues Wiener Lied, das Ensemble. Oder auch Soulig. Martin hat es oft Wiener Wirtshaus Soul bezeichnet. Das ist seine Kreation und ist eigentlich auch sehr cool. Aber es ist definitiv neues Wiener Lied. Und die Manu und ich, wir haben uns dann im Duo zusammengefunden und ja, es sind definitiv neue Wiener Lieder in unserem Programm zu hören, aber es ist mehr als das. Also wir beide kommen einfach aus ganz unterschiedlichen Ecken. Die Manu ist mit Jazz und mit Gospel und Soul aufgewachsen und ich mit alpenländischer, traditioneller Musik und genau, da ist es halt wirklich so, dass man sich aus ganz unterschiedlichen Richtungen annähert. Und irgendwie haben wir aber musikalisch Gemeinsamkeiten oder ähnliche Zugänge. Also wir improvisieren wahnsinnig gern oder wir machen wahnsinnig gern viel übers Gehör und übers Zusammenspielen. Also wir sind jetzt nicht unbedingt die Musikerinnen, die was noch Noten einstudieren und dann auswendig lernen. Ist auch ein Zugang, den ich absolut respektiere, aber wir machen das lieber frei. Und das geht halt im Duo auch leicht. Mhm. Im Duo hat man einfach die Möglichkeit, ganz viel auszuprobieren. Und ja,
es ist so schön, weil man so beweglich ist zu zweit und so viel machen kann mit Harmonika und mit Stimme. Und Shaker, also die Manu, die kann einfach sehr gut diverse Perkussionsinstrumente dazu einbauen und das, ja, gibt ganz schön viel her. Und derzeit ist irgendwie so unser Steckenpferd, Songs zu übersetzen ins Wienerische. Also sei es der Jazz-Standard That's All, das ist alles. Oder ein Bob Dylan-Song oder Norah Jones, I've Got to See You Again. Es geht sich alles sehr gut im Wienerischen aus. Und das ist halt jetzt gerade der Status quo, aber wir haben beide so das Gefühl, dass uns einmal wohin treibt, wo wir unsere eigene Musik finden werden, unsere eigenen Lieder. Und ja, das ist ein schöner Prozess. Das heißt, wir können vielleicht auch hoffen auf ein Album von euch. Ja, absolut. Noch gibt es ja noch nicht allzu viel zu hören. Das, was es gibt, habe ich durchgehört und ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein Fan. Genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast. Man kann meinen, du, das ist was sehr was Minimalistisches, aber ihr schafft es durch Gesang, durch dein Spiel, durch ja den Einsatz von diversen perkussiven Instrumenten, dass man aus einem nur Duo ganz viel rausholt, dass man merkt, man braucht gar nicht mehr, wenn die musikalische Qualität da ist. Und das finde ich an diesem Projekt wahnsinnig ja, begeisternd und auch motivierend und unbedingt hörenswert. Wir werden ja gleich was hören. Du hast jetzt gesagt, bis jetzt war es so, ihr habt Jazz-Standards zum Beispiel übersetzt ins Wienerische. Es ist jetzt aber nicht ganz 1:1 die Sinn, also so 1:1 Übersetzung. Nein. Ich frage deswegen, es gibt in einem Lied, ich glaube, da hören wir jetzt eine Gleierei, das ist alles eine Zeile. Hilf mir bitte, Marie, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich gebe dir auch mein Leber. Ich gebe mein Leber. Ich serviere das als Grästl dazu. Das ist jetzt natürlich schon eine sehr starke Aussage. Und was ist das jetzt? Ist das dieses Morbide wahrscheinlich, was in diesem Wiener Lied mitschwingt, oder? Absolut. Es ist eine freie Übersetzung, natürlich. Und ja, es ist das Morbide, ein bisschen derbe. Und die Leber kann man natürlich auch sehr gut in Verbindung mit Alkohol bringen im Wienerischen. Der Wein ist ja doch auch sehr, sehr präsent immer. Und ja, so manche Leber muss doch in Wien was aushalten. Und da sind eben ein paar Aspekte, die da zusammenwirken. Und bei That's All hört man aber im Original einfach auch außer diese Liebe, die so grenzenlos ist. Und man gabert ja wirklich alles und jeden Stern und überhaupt. Und das haben wir eben so übersetzt, frei. Also in Zukunft gibt es mehr eigene Kompositionen von euch. Da freue ich mich jetzt schon, bin schon sehr gespannt. Bis dahin, Herr Marei in Das ist alles. Ich sag's gleich, was ich dir geben kann, ist wenig. Nicht einmal die Hälfte von dem, was du verdienst. Dabei würde ich mit dir gehen, von da bis übersee. Das ist alles, aber das ist alles. Handel halten in der Geisterbahn im Bruder. Zehnmal Ringe spüren, Langasch gibt's dazu. Und ich halte auch die Haare, wenn's dann spähen muss, wirklich wo. Das ist alles, das ist alles. Mancher sagt, dass die Welt vor oben und verspricht, dass sein Herz nur dazu. Ich gab an euch von mir her auch mein Leben und ich servier's da als Christel dazu. Und wenn's mich fragst, was ich dafür von dir haben will, ich sag's gleich, das ist ein winzig kleiner Bitch. Sag mal, das ist für die wie, weil bis ewig hier, das ist alles. Das ist alles. Marie, anhand deiner Person und über die Musik, die wir jetzt gehört haben, die Musik, die man in Wien hört, die Bühnen, die es in Wien gibt, hat man das Gefühl, die verschiedenen Musikstilistiken und auch Kulturen geben sie die Hand. Ist es wirklich so? Ich kann ja nur als außenstehende Touristin eigentlich davon sprechen. Du bist ja öfters da, du lebst von Zeit zu Zeit hier. Ist es so, dass ja hier diese musikalische
Gemeinsamkeit oder dieses musikalische über den Tellerrand hinaus, kulturübergreifende Hand in Hand gehen? Ja, absolut. Also das ist schon lange Zeit so und ist nach wie vor so. Dieser Schmelztiegel ist zu hören. Früher waren die Einflüsse vielleicht andere, weil die Zeit nicht so schnelllebig war wie jetzt. Aber man hört ja in der Wiener Musik immer schon auch ganz viel Moll-Einflüsse, Einflüsse aus der slawischen Musik, aus dem Ungarischen, Csárdás-Einflüsse und natürlich aus allen Himmelsrichtungen, also alpin genauso, aber eben auch aus dem Osten. Und heutzutage ist es was anderes, aber dieses Verschmelzen ist genauso wichtig und präsent. Es gibt extrem umtriebige, coole VeranstalterInnen in Wien. Und ich erinnere mich jetzt gerade an den Musikmarkt, den die Nushin Wusugi ins Leben gerufen hat. Also ich glaube, dass sie war auf jeden Fall immer die Präsenteste, die da dabei war. Ich glaube, an Samstagen im Sommer haben auf jedem Markt 4 Bands gespielt, 4 Ensembles. Wir waren da mit Alma oder mit den Aasgeigern, also eine Formation. Das war so ein Pool an jungen MusikerInnen, die da vor 10 Jahren alle irgendwie frisch nach Wien gekommen sind. Und da haben viele mitspielen können und wer halt gerade da war, hat mitgespielt so auf die Art. Und da waren wir ganz oft am Musikmarkt und da ist gespielt worden ein paar Stunden und am Schluss hat es eine Jam-Session gegeben. Und da sind dann einfach gemeinsam ein paar Songs gespielt worden. Mhm. Ein Fixstarter war zum Beispiel "Bei mir bist du schön". Das hat jede Band kennen, jedes Ensemble kennen. Und da hat man auch dieses Verschmelzen so stark gemerkt. Da ist ein Balkanstück dazugekommen oder irgendwas. Ja, dieser Melting Pot ist nach wie vor ganz präsent. Ist da, das ist schön. Du hast diesen Schmelztiegel, was das du nennst, ja nicht nur hier in Wien, sondern du hast das auch in deiner Vergangenheit, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, viel erlebt, denn du warst in deinen 20ern viel auf Konzertreisen. Wo warst du denn und mit wem warst du denn da so unterwegs? Ja, also das Reisen, das ist tatsächlich das, was mir derzeit am meisten abgeht in meiner Lebensphase, obwohl ich nichts missen mag als junge Mutter und gleichzeitig eben Musikerin. Es ist alles gut, aber ja, in den Jahren zwischen 20 und 30 war ich einfach ganz viel unterwegs. Zuerst einmal mit den Tanzgeigern. Die erste Reise hat uns in den Kasachstan geführt und das werde ich nie vergessen. Spannend. Das war so toll, ja. Wir waren in der alten Hauptstadt, in Almaty und dann war in Astana, in dieser neuen, aus dem Boden gestampften Stadt. Und das Schala, diese beiden Eindrücke, das werde ich nie vergessen und generell natürlich Kulturen. Und bei den Tanzgeigern war es und ist es immer so, dass man eben auch die Musik von dem jeweiligen Ort irgendwo mitnimmt. Und wir haben für dort eine kasachische Nummer einstudiert, die wir im Konzert gespielt haben. Und ich werde auch nie vergessen, also diese Reise wird so präsent bleiben, weil in Kasachstan war das Sprachliche, die Kommunikation und das Verständnis so schwierig, weil einfach Englisch ist nicht das so. Dort, ja, ne? Und da waren einfach die Konzertmoderationen von leider mittlerweile verstorbenen Rudi Pitsch einfach so wichtig und so gut, weil der hat es einfach mit seiner nonverbalen Kommunikation geschafft, dass er die Leute trotzdem zum Lachen gebracht hat und dass die wirklich komplett verstanden haben, was wir machen und warum wir das machen und ja, einen fulminanten Konzertabend dort rausgezaubert hat. Und das war, glaube ich, die erste große Reise. Und dann waren wir zweimal in den USA, rundherum eigentlich, also immer von Chicago ausgehend ins Landesinnere und rundherum Nord-Süd. Und Chicago ist deswegen für uns so spannend, gerade für die Tanzgeiger, weil es ja die burgenländischste Stadt der Welt ist. Also es leben in Chicago mehr Burgenländer als im Burgenland. Ach, also echt? Mittlerweile natürlich in zweiter, dritter Generation, aber ja. Okay. Und ja, wo war ich noch? In China mit dem Matteo Heitzmann im Duo. In Shanghai und in Hongkong, genau, von Alma, ja. Und in Europa sowieso. Wir waren ganz oft mit Alma in Skandinavien, in Dänemark, in Schweden, zum Midsommar. So schön, wenn es nicht dunkel wird, gell, auf einem Geigenfestival. Großartig. Was ist an den Konzertreisen für dich anders, als wenn man so privat in Urlaub fährt?
Ich weiß nicht, was es genau ist, aber ich mache es lieber. Aha. Ich finde das... Weißt du, um nichts kümmern musst, jetzt ganz gemein gefragt? Nein, ich glaube nicht, dass es das ist. Nein, es ist eher so, dass man einfach, wenn man wo spielt, das Land nochmal anders kennenlernt. Mhm. Als Touristin ist man doch eher an der Oberfläche und tut sich viel schwerer, mit den Leuten in Kontakt zu treten, als wenn man wirklich wo ist. Und vielleicht ist es einmal arbeitet, wo ich mache meine Leidenschaft, ich mache meinen Beruf, ich arbeite. Es sind so viele Komponenten, die da ineinander wirken. Und dann kommt eben noch das Genussvolle, ein Land neu oder eine Stadt neu kennenzulernen dazu. Also das sind so viele Ebenen, die sich da gleichzeitig abdecken. Mhm. Und ja, ich mache lieber Konzertreisen und bleibe dann noch 2-3 Tage oder länger, je nachdem, was die Zeit erlaubt, als ich bin nur Touristin. Das ist irgendwie so ein Geschenk. Mhm. Jetzt sind die Reisen weniger geworden, aus sehr schönen Gründen, wie du gerade gesagt hast, du bist Mama. Die Projekte sind aber, wie wir heute in der Folge gehört haben, nicht wirklich weniger geworden. Wie machst du das mit all diesen Aufgaben, ja alles unterm Hut zu kriegen? Es ist sehr herausfordernd, aber es ist eine Mischung aus unglaublich tollen und toleranten Kolleginnen, die das einfach verstehen und mich da abholen, wo ich bin und Rücksicht nehmen. Und einfach auch dem Grundbedürfnis zu spielen. Also ich für meinen Teil, ich bin extrem gern Mama und es war die beste Entscheidung meines Lebens, das jetzt auch zu machen, auch wenn sie das Leben komplett umstellt. Aber ich muss einfach, um rund zu laufen, um auch eine gute Mutter zu sein, spielen und auftreten. Und meine Akkus sind wieder aufgeladen. Ich habe zum Beispiel gestern Abend ein Konzert gehabt und ich bin einfach dankbar und wieder aufgeladen von dem. Das ist einfach wirklich für mich ein Lebenselixier. Mhm. Und das darf ich nie, so schwierig es auch manchmal sein mag, das darf ich nie sein lassen. Das ist jetzt in den nächsten Jahren halt so, dass ich meinen Fokus mehr auf Wien verlegen werde. Also wer mich hören will, der möge doch bitte eine Reise nach Wien machen oder halt nach Ostösterreich. Aber die Konzerte sind jetzt eher regional und die Reisen kommen wieder, da bin ich sicher. Genau. Und die Konzerte sind aber das andere, wie du halt schön mit die Metapher gehabt hast vom Eisberg, aber das Üben für diese Projekte, auch das Einstudieren von Neuen, wenn jetzt neue Lieder, neue Eigenkompositionen zum Beispiel im Duo Diem Stickler geplant sind, wann passiert denn das? Ja, gute Frage. Mhm. Also es muss geprobt werden, das ist ganz klar, aber es muss effizient geprobt werden derzeit. Mhm. Also es ist anders. Ich habe auch für meinen Teil wirklich jetzt gelernt, mental zu üben. Also oder es noch, perfektioniert, klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber verbessert, sagen wir so. Ich habe das schon immer gemacht, gerade wenn man im Zug sitzt oder so, ist einfach mentales Üben so wichtig. Und ich habe immer schon gemerkt, das ist auch mein Weg, das hilft mir sehr. Aber jetzt ist es noch viel mehr. Also jetzt übe ich oft 50%. Ja, mental. Ja, wo auch immer, genau. Ja. Beim Kinderarzt oder auch im Auto nach Wien, wenn zwei Kinder hinten gerade schlafen. Oder ja, beim Wäsche sortieren. Ja, klar. Man muss sich da einpassen. Ja, genau. Aber eben diese mentale Komponente ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, im Sport ist es ganz was Präsentes, aber es ist in der Musik ganz genauso. Mhm. Der Kopf muss da einfach mitspielen, fokussiert sein und dann geht es einfach viel besser. Marie, wir haben es halt gehört, du bist nach wie vor viel unterwegs, vor allen Dingen in Wien, hast du gerade gesagt, aber Ende des Jahres wieder mit Alma, es gibt was Neues vom Duo Diem Stickler. Wie können denn unsere ZuhörerInnen auf das alles aufmerksam werden? Findet man die auf Instagram? Hast du eine Website, wenn die jetzt nach dieser Folge sagen, diese Dame aus Wien, die muss und möchte unbedingt hören, wie kriegen die denn Infos? Also es gibt eine Homepage, die lautet marie-therese-stickler.at und ich bin auch auf Instagram und Facebook aktiv und tue da immer wieder posten und meine Konzerte und Auftritte bewerben. Ja, und dann gibt es gerade für Wiener Lied-Interessierte gibt es eine interessante Seite, die heißt Das Wiener Lied. .at, genau, und da gibt es einen Terminkalender. Da stehen teilweise meine Termine drinnen und auch empfehlenswerte
Wienerlied-Termine von KollegInnen. Genau. Diese Infos müsst ihr euch natürlich nicht alle merken. Ihr findet die im Feed der Folge. Und ich glaube, jetzt haben wir noch Zeit für ein Stück, für ein Lied, für eine, ja, für ein Projekt deiner Wahl. Schauen wir mal, ob noch was Neues dabei ist. Marie, was hast du denn rausgesucht? Ja, ich werde regelmäßig gefragt, gibt es eigentlich die Tanzgeiger noch? Und das ist eine berechtigte Frage und ich möchte ganz laut in die Welt aus sich schreien, weil ja, es gibt sie noch. Sie haben sie in den 40 Jahren Geschichte der Tanzgeiger einfach einmal rund erneuert und jedes Instrument ist in neuer Besetzung mittlerweile, leider durch ein paar Todesfälle, aber auch einfach so Besetzungswechsel, weil sich das Leben halt manchmal in andere Richtungen entwickelt. Und so gibt es uns jetzt verjüngt und aber auch mit einer neuen CD. Und aus der hören wir doch jetzt einfach eine Schweizer Polka, ein super Aussichtsmeister, La Sisina. Die Marie hätte uns schon rausgeschmissen, aber noch sind wir noch nicht ganz am Ende. Das macht gar nichts, das ist überhaupt nicht tragisch. Denn es kommen noch ein paar Fragen. Fragen, die ich allen meinen Gästen gleich stelle. Und da darfst du jetzt ganz kurz, aber ein bisschen ausschweifender antworten, ganz wie es dir im Sinn ist. Ja, die erste Frage ist, welches Album hat dich geprägt oder sagst du, muss man mal hören? Ich bin bei Entscheidungen so schlecht, es gibt so viele verschiedene, aber was jetzt wirklich aufgeploppt ist, warum auch immer, ich würde euch empfehlen, hört euch einmal von Hodiner Neuwirth das Album Brieder an. Okay, ich glaube, das ist jetzt vielleicht eine schwierige, aber vielleicht auch ganz eine leichte Frage für dich. Was bedeutet für dich das Wiener Lied? Das Wiener Lied ist mittlerweile ein musikalischer Anker für mich geworden und fast schon so meine Ausdrucksweise, meine persönliche, dass es ist, ich habe immer gesagt, die Volksmusik, traditionelle Musik ist meine musikalische Muttersprache, aber es ist das Wiener Lied mittlerweile auch schon so irgendwie in jeder Zelle meines Körpers und fühlt sich so eigen an, ja, dass es einfach meins ist. Und ich habe durchs Wiener Lied einfach gelernt, wirklich gern zu singen und meine Stimme wirklich einsetzen zu trauen. Schön. Und ich habe mittlerweile einfach das Bedürfnis, auf einer Bühne zumindest was zu sagen. Also ich fühle mich erst so richtig angekommen, wenn ich was gesagt habe oder eben ein Lied gesungen habe. Also nur spielen ist für mich fast nur halb auf der Bühne zu sein. Und das ist eigentlich dem Wiener Lied zu verdanken, weil ich einfach da in meiner Sprache, in meinem Dialekt singen kann, aber eine unglaubliche Breite habe und harmonische Klangwelten auskosten kann. Cool. Was ist es für dich, dass du dich jeden Tag neu der Musik widmest? Was treibt dir an, kann man auch sagen? Erst vorgestern habe ich eine Probe gehabt für ein Konzert und habe am Weg hin und davor mir gedacht, boah, schlecht vorbereitet. Ach, das ist schon wieder so knapp, wie es halt jetzt gerade in meinem Leben ist. Gerade so, ja, wie wird das, kriegen wir das hin? Und dann haben wir geprobt. Und ich gehe aus dieser Probe raus und bin beschwingt, glücklich, erfüllt und habe einfach gemerkt, wow, das ist unglaublich, was die Musik mit mir macht, was das für therapeutische Wirkung hat. Und es ist, ich habe es, glaube ich, vorher eh schon mal gesagt, es ist wie ein Lebenselixier für mich und ich brauche es. Ich brauche es einfach, um rundzurennen. Und zum Abschluss, was wünschst du dir für die Musikszene?
Ich wünsche mir für die Musikszene, dass, also gerade wenn wir jetzt da in Wien sitzen und sie die Wiener Musikszene anschauen, also Wiener Musik jetzt nicht stilistisch, sondern generell diese Region, dass sei es auf Radio Wien, sei es aber auch generell bei Veranstaltern und live, einfach das Regionale noch mehr Platz kriegt und die Jugend und dass das einen größeren Stellenwert kriegt. Es ist in Ordnung, wenn es eine Nische ist. Es ist schon okay, es ist der für jeder Mensch hören, was er oder sie hören will. Und es kann ruhig was Internationales sein. Aber es ist zum Beispiel wirklich ein bisschen traurig, dass auf Radio Wien keine einzige Wiener Sendung gespielt wird. Es gibt gar nichts. Und es wäre einfach so wünschenswert, dass sich da was ändert. Das fällt mir jetzt gerade so ad hoc ein. Also das ist auf Radio Wien wirklich traurig. Oder jetzt nicht nur vom Radio gesprochen, generell auch, dass es einfach noch mehr, es gibt immer was zu tun und es gibt immer Möglichkeiten, das noch mehr sichtbar zu machen. Mhm. Ja, das freut mich natürlich jetzt ganz besonders, dass du das sagst. Das ist ja auch eine der Intentionen mit diesem Podcast, dass man so Menschen wie dich, die für eine Nische unwahrscheinlich viel Leidenschaft an den Tag legen, dass die Gehör finden. Und ich bin mir sicher, heute haben einige durch dich einen super schönen Einblick in die Wiener Musik kriegt, in die Kultur und die Musikszene in Wien. Wir hätten noch viel, viel mehr hören können. Mhm. Über ein paar Projekte haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen. Aber alles können wir nicht abdecken. Genau. Ich bedanke mich bei euch zu Hause, wo auch immer ihr seid, fürs Zuhören, fürs Einschalten. Und ja, nochmal der Hinweis, viele der Musik von heute findet ihr auf der Jam-Playlist, den Link dazu natürlich im Feed. Und ich hoffe, dass wir uns im Jahr 2024 natürlich noch öfter hören. Marie, dir wünsche ich auch ganz, ganz viel Energie für das Jahr 2024. Das wünsche ich dir auch. Ja, vielen, vielen Dank. Ich könnte jetzt sagen, ich wünsche dir auch, dass dein Traum in Erfüllung geht, mal mit Hubert von Geusern auf der Bühne zu stehen. Aber du hast ja gleichzeitig auch gesagt, es gibt jetzt auch andere Träume, gell? Also ja, vielleicht darf der einfach auch unerfüllt bleiben. Vielleicht gehe ich einfach einmal zu ihm ins Konzert. Das ist auch schön. Also vielen Dank, dass ich und mit dem Podcast Jam, dass wir heute bei dir waren und dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast gesagt, gestern ein Konzert, morgen ein Konzert. Mhm. Ich muss mich eigentlich aber deinen Töchtern bedanken, dass die mir halt die Zeit geschenkt haben, um auf ausrichten. Die Mama zu verzichten. Vielen Dank und dir alles, alles Liebe. Danke dir auch. Es war sehr nett, mit dir zu plaudern. Thank you.